Moin Moin, ich bin Kai vom Steine-Kanal und heute schauen wir uns das aktuelle LEGO Star Wars Magazin an. Das ist die Ausgabe Nummer 88, kostet hier in Deutschland 4,99 € und ist am 24. September 2022 erschienen. Da ich am Wochenende, wo diese Ausgabe erschienen ist, beschäftigt war, liefere ich jetzt hiermit dieses Video nach. Wie immer, als extra haben wir einen Foilpack dabei. Diesmal haben wir hier einen TIE Whisper und dieser besteht aus 34 Teilen. Zusätzlich gibt es hier noch eine limitierte Holokarte, und zwar von Grogu und der Mandalorianer. Im Inneren des Heftes, wie immer, ein Comic und etwas zum Spielen und Knobeln für die jüngeren Leser. In der Mitte, wie immer, unser Wendeposter. Hier haben wir einmal auf der ersten Seite Vader und auf der Rückseite haben wir Obi-Wan. Dann kommen wir jetzt zu unserem Extra, dem TIE Whisper. Dieser besteht aus 9 Bauschritten, wobei die letzten beiden hier jeweils zweimal ausgeführt werden. So, nach ca. 3 Minuten haben wir dann den TIE Whisper fertig zusammengebaut. Hier aus 34 Teilen. Es sind keine Steine übrig geblieben, es wurde also alles verbaut. Kommen wir noch kurz zur Größe des Modells. Wir liegen in der Länge bei ca. 7,5 cm. In der Breite kommen wir auf ca. 6,5 cm. Und in der Höhe liegen wir bei ca. 4,5 cm. Dann werfen wir noch einen Blick auf die Vorschau der nächsten Ausgabe. Das ist dann die Ausgabe Nummer 89. Diese erscheint am 22. Oktober 2022. Und als Extra haben wir dann eine Minifigur von Prinzessin Leia drin. Und mit dabei haben wir dann noch eine limitierte Sammelkarte von Han Solo. Was haltet ihr von der aktuellen Ausgabe mit dem Extra von Kylo Ren's TIE Whisper? Oder ist euch die Minifigur in der nächsten Ausgabe lieber? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Dann danke ich euch recht herzlich fürs Zusehen, gebt dem Video einen Daumen nach oben und hinterlasst auch ein Abo, falls noch nicht geschehen. Und dann verbleibe ich bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen!